Es sollte nur eine Routineuntersuchung werden, aber nun gibt es ein neues Problemkind der Schwermetallvergiftung. Modeschmuck. Guten Morgen! Gehirnschäden, Nervenleiden und Kopfschmerzen sind Symptome einer Bleivergiftung und die Zahl der Schwermetallvergifteten nimmt jedes Jahr zu. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit hat deshalb im vergangenen Jahr in Deutschland verkauft Modeschmuck auf Überschreitungen der giftigen Schwermetalle Blei und Cadmium getestet. Das war als Routineuntersuchung geplant und hat nun dazu geführt, dass diese Problematik in den Katalog der verstärkten Überwachung kommt. Aber was war passiert? Man hat Modeschmuck vor allem aus Deutschland und auch Asien, aber auch aus Amerika und Europa generell auf eine Überschreitung der Höchstwerte an Blei und Cadmium untersucht. Die Proben aus Europa und Amerika, die waren verschwindend gering, also die Anzahl der Proben, und man hat weder eine Cadmium noch eine Bleiüberschreitung festgestellt. Aber aufgrund der geringen Menge der Stücke macht es da keinen Sinn, da jetzt eine Aussage zu treffen. Aber aus Deutschland und Asien, insbesondere China, waren die meisten Modeschmuckteile, die in unseren Läden in Deutschland zu finden sind. Über die Nahrung und eingeatmete Partikel wird mittlerweile die tolerierbare Menge von 0,5 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag für Blei und die tolerierbare wöchentliche Aufnahmegrenze von 2,5 Mikrogramm pro Kilogramm für Cadmium bereits vollständig ausgeschöpft. Aus diesem Grund sollte für beide Elemente Blei und Cadmium kein zusätzlicher Kontakt im Alltag erfolgen. Die Höchstgehalte beider Elemente in Schmuck und auch in verbrauchernahen Produkten, so wird das bezeichnet, die wurden 2006 in einer neuen Verordnung geregelt. Es gilt daher, dass in Schmuck nur noch 500 mg pro Kilo Blei enthalten sein darf und bei Cadmium sind es 100 mg pro Kilo. Und was kam nun raus? Im Durchschnitt über alle Herkunftsländer hat man Bleigehalte über den zulässigen Grenzen in 10% und Cadmium in 12% der Produkte gefunden. Also gesamt in 22% der Tests kommt es zu einer Überschreitung der Grenzwerte und damit zu einer gesundheitlichen Belastung durch Schwermetalle. Das bedeutet, jedes 5. bis 9. oder 10. Modeschmuckteil, je nachdem inwieweit gleichzeitig eine Blei- und Cadmiumbelastung vorliegt, ist stark gesundheitsgefährdend. Spitzenreiter bei den Bei der Bleigrenzwertüberschreitung ist Deutschland. In Deutschland hergestellter Modeschmuck ist laut dieser Untersuchung der am stärksten belastetste. Jedes 5. Modeschmuckteil in Deutschland ist bleiverseucht. Das sind 20%. Aus China importierter Modeschmuck hat dabei nur eine Bleiverseuchung von 6%. Das ist insofern bemerkenswert, weil man immer davon ausgeht, dass sich deutsche Unternehmen eher an die Richtwerte halten, qualitativ hochwertiger produzieren als asiatische Firmen. Aber generell kann man ausgehend dieser Untersuchung nur davon abraten, Modeschmuck aus Deutschland zu kaufen und eigentlich komplett Modeschmuck aus Metall zu meiden. Bessere Alternative wäre Holzschmuck zum Beispiel. Ich trage ja unter anderem Zedernholz, was auch nicht aus Abholzung entstanden ist, sondern was ausschließlich von runtergefallenen Ästen hergestellt wird. Den Link dazu den stelle ich Euch mal unten in die Infobox. Bei dem Shop gibt es unter anderem auch die beste Rohkost-Ananas, die ich jemals gegessen habe. Wie gesagt, der Link ist unten. Inwieweit bei hochpreisigem Metallschmuck die Werte anders sind und die Firmen tatsächlich auf die Schwermetallproblematik sensibilisiert sind, das kann ich an dieser Stelle natürlich nicht sagen, das wurde auch nicht getestet. Aber instinktiv rate ich von Metall als Schmuck komplett ab. Da Metallschmuck meist eh aus irgendwelchen künstlichen Legierungen besteht und ich irgendwie instinktiv mich wohler fühle mit naturbelassenen Stoffen. Also ich hoffe, ich konnte Euch mit diesem Video auf eine Problematik aufmerksam machen, die vielleicht gar nicht so im Fokus ist und Euch wieder ein Stück bewusster machen können, insbesondere was den Konsum angeht. Und ja, vielleicht auch nicht, keine Ahnung, ist Eure Entscheidung, aber ich hoffe, Ihr denkt wenigstens mal darüber nach. Die Studie und die Ergebnisse, also das, woher ich das habe, das ist natürlich auch wieder unten verlinkt und ja. Für tägliche Denkanstöße und Inspirationen wisst ihr auch, hier unten abonnieren und ich wünsche euch alles Liebe, Euer Christian. Tschüss.